Wir hatten schon eine Menge Scheiße auf YouTube. Fake-Pranks, miserabel gespielte Ausraster, Fake-Gewinnspiele, Sexualisierung von Minecraft-Content, Leute, die kleine Kinder in den Fokus der Videos stellen, um mit ihnen möglichst viel Reichweite zu generieren, bei Löschung des Kanals dem kleinen Bruder das so lange unter die Nase zu reiben, bis man ein paar traurige Blicke für noch mehr Klicks einfangen kann. Aber selbst das ist alles noch relativ harmlos im Gegensatz zu dem, was Ali Hakim auf seinem Kanal treibt. Neben 0815 Standard-Content, den jeder talentlose Assi auf YouTube hochlädt, dreht er immer mal wieder Videos mit seiner kleinen Schwester. Zabex hat zu dem Typen schon 3 Videos gemacht, die ich euch nur empfehlen kann, sind alle in der Beschreibung verlinkt. Denn es handelt sich bei einigen von seinen Pranks an seine kleine Schwester um welche, die überhaupt gar nichts mehr mit Streichen zu tun haben. Der Typ setzt sich mit seiner kleinen Schwester vor die Kamera und macht diese dann so lange seelisch fertig, bis sie anfängt zu weinen. Er beleidigt sie, sagt, dass sie hässlich sei und er deswegen keine Videos mehr mit ihr machen würde. Richtig ernst und konsequent. Das Mädchen ist gerade mal 6 Jahre alt. Für ein paar Klicks auf YouTube quält er seine 6-jährige Schwester. Wie kann man so ein ehrenloses Stück Abfall sein, dass es einem nicht mal mehr genügt, überhaupt seine kleine Schwester für Klicks in die Öffentlichkeit zu ziehen, sondern dass man Klicks über die geistige Verfassung und Gesundheit dieser stellt? Menschlich ist das das Widerlichste, was ich bisher auf YouTube gesehen habe. Ali Hakim hat das Ganze nicht nur einmal durchgezogen. Am Anfang des zweiten Videos dieser Art betont er noch, dass er das wieder macht, weil es sich so viele gewünscht haben und zeigt sonst überhaupt keine Skrupel. Juckt ihn nicht, bringt Klicks, kann man seine Schwester mal für quälen. Unfassbar. Dann auch noch diese geheuchelte Scheiße von wegen, mein Herz und sie hat mir so leid getan, offenbar nicht leid genug, um mal Reue zu zeigen und die Aufnahmen zu löschen, anstatt sie zu veröffentlichen. Und offenbar auch nicht leid genug, um das nicht auf Thumbnail und Titel ordentlich auszuschlachten. Ich habe kaum Worte, um zu beschreiben, was für ein ehrenloser Hund du bist. Wie tief ist die Zuschauerschaft auf YouTube gesunken, dass so etwas in wenigen Wochen über 500.000 Klicks bringt, ohne dass Leute darauf negativ aufmerksam machen? Und vor allem, wie tief ist die Zuschauerschaft auf YouTube gesunken, dass Leute YouTuber dazu auffordern, kleine Geschwister zu quälen, um mehr Videos davon zu haben? Sowas geht überhaupt nicht und hat auf YouTube nichts verloren. Da dieser Dreck immer noch online ist, kann man diese Scheiße ruhig mal melden. Ist nicht zu übersehen, dass dort einiges an psychischer Gewalt an ein kleines Mädchen ausgeübt wird. Noch einem dieser Pranks an seiner Schwester hat er ihr sogar eine Kopfnuss verpasst und sie zum Bluten gebracht. Schwer zu sehen, ob das Absicht oder aus Versehen war, er hat es auf jeden Fall in Kauf genommen und das Material größtmöglich ausgeschlachtet, um Klicks zu generieren. Wenn sowas weiterhin online bleibt, nachdem es massenhaft gemeldet und manuell überprüft wurde, dann schäm dich, YouTube. Schämt euch dafür, dass ihr Let's Plays von harmlosen Adventure Games löscht und im selben Zug Videos duldet, in denen Kindern Gewalt angetan wird, egal ob psychisch oder physisch. Schämt euch, dass so eine Scheiße von euch unterstützt wird. Denn ratet mal, was immerhin als werbefreundlich eingestuft wurde. Ein kleines Kind wird so lange fertig gemacht, bis es weint? Nein, es wird noch etwas weiter beleidigt, um mehr Tränen auf Kamera zu haben? Sowas ist legit und werbefreundlich. Aber wehe, jemand redet einfach nur darüber, dass er Vater wird. Sowas geht gar nicht. Kein Censor so ein Pisser bekommen. Well done, YouTube. Da Ali Hakim wohl privat einige Probleme mit ehemaligen Kollegen hatte, haben diese Zabex angeschrieben und ihm sämtliche Informationen wie Wohnort und Schule verraten. So konnte Zabex Ali ein Ultimatum stellen. Er solle seine Fehler eingestehen und endgültig Videos sein lassen, in welchen er seine Schwester quält. Andernfalls würde Zabex bestimmte Leute über die Videos von Ali Hakim informieren, was ihm definitiv nicht gefallen würde. Zabex hatte nicht vor, irgendwas zu leaken, sondern nur selber die Informationen zu nutzen, um zum Beispiel die Schule zu informieren. Dass sowas droht, war tatsächlich nötig, denn nach dem Video hat Ali Hakim Kontakt mit Zabex aufgenommen und ihm versichert, dass es solche Videos in Zukunft nicht mehr geben würde. Seine Schwester würde nicht komplett von seinem Kanal verschwinden, aber er wolle nun darauf verzichten, seine Schwester irgendwas anzutun. Ziemlich bitter, dass er erst dann mehr oder weniger Einsicht gezeigt hat. Trotzdem hat Zabex hier Erfolg gehabt und verhindert, dass die Schwester an weiteren Videos für Klicks leiden muss. Ich kaufe es Ali Hakim jedoch kein bisschen ab, dass er sich tatsächlich seiner Fehler bewusst ist oder diese bereut, denn die Videos sind nach wie vor online. Er verdient weiterhin Geld daran und immer noch sehen sich Leute an, wie seine Schwester für Klicks seelisch fertig gemacht wird. Sag mal Ali, hast du echt keinen Funken Anstand in dir? Schlimm genug, dass diese Videos überhaupt zustande gekommen sind, aber dass du nicht mal im Nachhinein zur Erkenntnis kommst, dass das, was du gemacht hast, überhaupt nicht geht und nicht auf YouTube gehört und mit den Videos einfach weiterhin 3 Klicks generierst, das ist charakterlich einfach nur erbärmlich.
Abseits davon finde ich auch noch enttäuschend, dass gewisse YouTuber, die sich sonst auch gegen YouTuber äußern, die komplett Scheiße bauen, hier einfach bewusst die Fresse halten und wegschauen. Allen voran Herr Newstime, denn dieser hatte in der Vergangenheit genau das getan mit seinem Format Gegenschlag. Hier wurde sich direkt gegen Missstände auf YouTube ausgesprochen. Was einem wohl noch im Gedächtnis ist, ist sein Gegenschlag-Video zu Mert. Dieses ist mittlerweile das einzige Video dieser Art, welches man auf seinem Kanal findet. Die älteren wurden bereits offline genommen. Man findet auf YouTube aber noch einen Re-Upload seines Gegenschlag-Videos zu BA Corner, dazu gleich mehr. Zabex hat in seinem zweiten Video Tanzverbot und Herr Newstime dafür kritisiert, dass sie bei Ali Hakim einfach die Fresse halten, obwohl Tanzverbot sich in der Vergangenheit immer als YouTube-Retter aufgespielt hat und Newstime sich ebenfalls sonst gegen sowas geäußert hatte. Newstime meint dazu nur, dass er dem keine Aufmerksamkeit widmen will, weil es ja genau das sei, was Ali Hakim damit erreichen wolle und er so nur bekannter werden würde. An sich mag das vielleicht so stimmen, aber wir reden hier über jemanden, der seine Schwester in Videos seelischer Gewalt aussetzt, um mit ihren Tränen Klicks zu generieren. Meinst du nicht auch, dass irgendwo auch mal ein Punkt erreicht ist, wo es wichtiger ist, sich öffentlich gegen sowas auszusprechen, als es totzuschweigen in der Hoffnung, dass es von selbst verschwindet? Die Videos haben bereits mehrere hunderttausend Aufrufe, das Ganze hat doch bereits große Aufmerksamkeit erzielt. Wenn man einfach nur seine Fresse hält, dann riskiert man doch nur, dass sowas zur Normalität wird. Möchtet ihr, dass es gesellschaftlich akzeptiert wird, kleinen Kindern Gewalt anzutun, um damit Geld im Internet zu verdienen? Schweigen und Wegschauen hilft den Leuten doch nur dabei, genau sowas zu etablieren. Wer weiß, wie viele sich ein Beispiel daran nehmen und nun auch mit solchen Videos Klicks generieren wollen. Wäre es nicht sinnvoller, einigen Leuten ins Gedächtnis zu rufen, dass sowas überhaupt nicht geht und Leuten, die das auch so sehen, in ihrer Meinung zu bestärken, damit sowas eben nicht selbstverständlich wird? Mit einer großen Reichweite erreicht man doch gerade viele junge Menschen, denen man vermitteln kann, dass Gewalt an Kindern auch nicht für Klicks normal und akzeptabel sein sollte. Genauso wichtig war es damals mit Mert, dass man öffentlich klarstellt, dass Homophobie nicht akzeptabel ist und man sich an Mert kein Beispiel nehmen sollte. Newstime, fandest du etwa, dass Mert mit seinem Statement Aufmerksamkeit verdient hat? Ich nicht, aber die Tatsache dagegen, etwas zu sagen, fand ich deutlich wichtiger als die Sorge, dass er so etwas Aufmerksamkeit bekommt. Und was ist mit BA Corner? Zu dem hast du ja auch ein Video gemacht. Ihn hast du ja als primitive Gestalt und Parasit bezeichnet. Das klingt aber nicht nach jemandem, dem man Aufmerksamkeit schenken sollte. Am besten ist noch folgender Satz bei 2 Minuten 28. Ich zitiere: Da auf YouTube eher junge Leute unterwegs sind, ist es verwerflich, solch einen Content zu machen, wie TBC das tut. Und jetzt übertrag das mal auf Ali Hakim. Hast du gar kein schlechtes Gewissen, einfach die Fresse zu halten, obwohl du Bescheid weißt? Da stellt sich mir die Frage, ob es in deinen Gegenschlag-Videos jemals wirklich darum ging, auf Missstände aufmerksam zu machen oder ob das alles am Ende nur geheuchelte Scheiße war. Denn eins hatten alle YouTuber, die ein Gegenschlag-Video abbekommen haben, gemeinsam. Zum Zeitpunkt der Erstellung hatten alle deutlich mehr Abonnenten als Newstime. Ali Hakim hat das nicht. Denkt euch selbst euren Teil dazu. Könnte Zufall sein. Ich aber frage mich, wie viel Reichweite ein YouTuber haben muss, wie viel Klicks und Profit in Aussicht stehen müssen, damit es Newstime überhaupt wert ist, gravierende Missstände anzusprechen. Vielen Dank an alle, die sich in irgendeiner Form gegen diese Videos von Ali Hakim aussprechen bzw. sich dagegen ausgesprochen haben. Danke an alle, die ihren Teil dazu beitragen wollen, dass diese Videos von YouTube verschwinden und so etwas nicht stumm hinnehmen und zur Normalität werden lassen. Ich möchte in Zukunft nicht so Sprüche wie Geld ist Geld oder jeder YouTuber will doch Klicks von einer breiten Masse zu Videos hören, in denen Kinder gequält werden. In diesem Sinne, macht's besser, haut rein.